Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Linke muss ihre Führungsspitze neu ordnen. Die Co-Vorsitzende Hennig Welsow hat heute ihren sofortigen Rücktritt erklärt. In einer im Internet veröffentlichten Mitteilung nannte die 44-Jährige neben ihrer privaten Lebenssituation auch den Umgang mit Sexismus in den eigenen Reihen als Grund. Hennig Welsow hatte die Linke seit Ende Februar vergangenen Jahres gemeinsam mit Janine Wissler geführt. Sie waren Hoffnungsträger. Susanne Hennig-Welsow, Thüringen, Janine Wissler aus Hessen. Bei ihrer Wahl zum Parteivorsitz der Linken vor gut einem Jahr. Es folgten vor allem Enttäuschungen, Wahlschlappen wie vor wenigen Wochen im Saarland. Der Grad bei uns beiden von Schnauze voll ist relativ hoch. Nun der Rücktritt. Es gäbe private Gründe, aber schriftlich heißt es auch: Wir haben zu wenig von dem geliefert, was wir versprochen haben. Ein weiterer Grund sei der Umgang mit Sexismusvorwürfen in der Linken, die am Wochenende bekannt wurden und vor allem den Landesverband Hessen von Janine Wissler betreffen. Die Linke in der Krise, die Jugendorganisation, fordert eine komplette Neuaufstellung der Partei. Jetzt braucht es einen radikalen Neuanfang und jetzt braucht eine radikale Aufarbeitung der aktuellen Probleme. Von Janine Wissler bisher keine Reaktion. Rückendeckung für sie aus Parteivorstand und der Spitze der Bundestagsfraktion. Wir brauchen jetzt als Partei eine politische Orientierung. Es braucht eine Persönlichkeit, die das auch mit organisiert. Und das ist aus meiner Sicht jedenfalls ganz klar Janine Wissler. Janine Wissler ist gewählte Parteivorsitzende, ist Mitglied meiner Fraktion, wie im Übrigen Susanne Hennig-Welsow auch weiter. Und sie hat jetzt wie andere die Aufgabe, die anstehenden Parteitage vorzubereiten. Der Rücktritt von Susanne Hennig-Welsow verschärft die Krise der Linken weiter. Dort fürchten nicht wenige, dass die Partei in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Einige fragen sich auch, welchen Beitrag Co-Chefin Janine Wissler noch zur Erneuerung leisten kann. Eine Antwort soll es spätestens bei dem Parteitag im Juni geben. Die russische Armee zieht im Osten der Ukraine immer mehr Truppen zusammen. Das hat der britische Militärgeheimdienst in einem Lagebericht mitgeteilt. Aus vielen Städten der Region werden schwere Kämpfe gemeldet. Im belagerten Mariupol ist erneut ein russisches Ultimatum an die ukrainischen Truppen verstrichen, sich zu ergeben. Die Vereinten Nationen gehen inzwischen davon aus, dass seit Kriegsbeginn mehr als 12 Millionen Menschen in der Ukraine auf der Flucht sind. Kochen, wo es eigentlich fast nichts mehr zu kochen gibt, in Mariupol, der stark zerstörten Hafenstadt im Südosten des Landes. Russland behauptet seit Tagen, den Ort weitestgehend unter Kontrolle zu haben. Etwa 100.000 Zivilisten sollen sich Schätzungen zufolge noch in der Stadt aufhalten. Für sie hier ist es ein Leben in Verzweiflung, den Menschen fehlt es an allem. Sie müssen das Problem mit der Wasserversorgung ganz schnell lösen. Wir können ohne Wasser nicht leben. Das ist schrecklich. Drohnenbilder vom Asowstalwerk, verbreitet über russische Staatsmedien. Einzig um dieses Areal werde noch gekämpft, wird berichtet. Am Mittag war ein neuerliches russisches Ultimatum an die ukrainischen Soldaten abgelaufen. In den sozialen Medien erscheint ein Hilferuf des nach eigenen Angaben Kommandeurs der 36. ukrainischen Marineinfanteriebrigade. Wir appellieren und bitten alle führenden Politiker der Welt, uns zu helfen. Wir bitten sie, das Verfahren der Extraktion anzuwenden und uns auf das Territorium eines Drittstaates zu bringen. Wo und wie das Video entstanden ist, lässt sich nicht unabhängig prüfen. In dem Stahlwerk sollen sich auch hunderte Zivilisten aufhalten. Letzten Meldungen zufolge ist es offenbar gelungen, aus der belagerten Stadt heute einige wenige Menschen mit einem Konvoi in Sicherheit zu bringen. Unterdessen hat Russland die Angriffe im Osten der Ukraine offenbar weiter verstärkt. Präsident Putin erklärt gegenüber Jugendlichen, die Tragödie, die sich im Donbass abgespielt hat, einschließlich in der Volksrepublik Luhansk, hat Russland gezwungen, die Militäroperation zu starten, die heute allen gut bekannt ist. Und in erster Linie, dies habe ich am Anfang gesagt, ist der Zweck dieser Operation, unseren Menschen, die im Donbass leben, zu helfen, also unseren Menschen. Für die Menschen hier in Mariupol und in der gesamten Ukraine geht es Leid weiter. Und trotzdem hoffen sie auf Frieden.
Die russische Führung hat heute ein weiteres Signal der militärischen Stärke gesendet. Inmitten der Großoffensive im Osten der Ukraine wurde auf russischem Gebiet offenbar eine neue Interkontinentalrakete getestet. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums kann sie Atomsprengköpfe tragen und hat eine Reichweite von 18.000 Kilometern. Präsident Putin sprach wörtlich von einer einzigartigen Waffe. Das Pentagon in Washington reagierte gelassen. Solche Tests seien Routine. Die Debatte über Waffenlieferungen an die Ukraine geht auch nach der jüngsten Ankündigung von Bundeskanzler Scholz weiter. Scholz hatte gestern erneut Unterstützung zugesagt, aber nicht von einer direkten Lieferung schwerer Waffen gesprochen. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, kritisierte die deutschen Ankündigungen als unzureichend, ebenso wie Politiker aus Koalition und Opposition. Gestern wollte der Kanzler mit seiner Pressekonferenz für Klarheit sorgen. Doch auch am Tag danach noch viele Fragen zu den deutschen Waffen für die Ukraine. Der Regierungssprecher versucht, Scholz zu erklären. Er hat die Zusagen für die Finanzierung von ukrainischen Waffenkäufen in der deutschen Industrie klar dargelegt. Er hat dargelegt, dass wir unsere internationalen Partner unterstützen, dabei die jetzt auch beispielsweise schwere Artillerie liefern wollen. Doch was ist mit den schweren Waffen, die die deutsche Industrie liefern könnte? Beispielsweise ausgemusterte Panzer, über die sie mit der Ukraine schon direkt gesprochen hat. Die Regierung hat Bedenken, die Bundeswehr auch. Das setzt eine gewisse Ausbildung voraus. Es ist also nicht so, dass der den Marder kennt oder irgendeinen Schützenpanzer kennt, dann diese Fahrzeuge auch bedienen kann, beziehungsweise jedes andere bedienen kann. Ich denke, davon sind wir weit entfernt. Doch auch in der Ampelkoalition gibt es Gegenstimmen. Die Ukraine weiß, was sie benötigt, und wir sollten der Ukraine diese schweren Waffen liefern, die die Ukraine von uns wünscht. Ähnliches aus der FDP. Auf dem Parteitag am Wochenende wollen sie den Druck auf den Kanzler noch einmal erhöhen. Ein Antrag des Bundesvorstandes soll die Lieferung von schwerem Kriegsgerät in die Ukraine fordern. Am Mittag trifft sich die SPD-Spitze mit dem ukrainischen Botschafter Melnyk. Zum Inhalt der Gespräche sei Vertraulichkeit vereinbart worden, heißt es hinterher. Melnyk hatte schon gestern beklagt, die Bundesregierung würde der Ukraine die gewünschten schweren Waffen gar nicht anbieten. Kritik auch aus der Opposition. Die deutsche Industrie hat weitere Waffen zur Verfügung, aber es bedarf einer Entscheidung der Bundesregierung, welche Waffen zur Verfügung gestellt werden. Dafür ist der Bundessicherheitsrat da. Hier gibt es keine klare Entscheidung des Bundeskanzlers. Das vermissen wir als Union. Sollte Scholz seine Haltung nicht ändern, will die Union kommende Woche die Lieferung schwerer Waffen per Antrag im Bundestag fordern. Seit Beginn des Krieges rüsten viele Staaten die Ukraine massiv auf, damit sie sich gegen die russischen Angriffe verteidigen kann. Geliefert werden unter anderem Panzerabwehrwaffen, Flugabwehrraketen und Schutzausrüstung. Zunehmend gehören aber sogenannte schwere Waffen dazu, wie Panzer und Kampfflugzeuge. Hier ein Überblick. Rund 10 Kilogramm schwer ist eine solche schultergestützte Luftabwehrrakete. Hier Archivaufnahmen von einer Übung. Tausende solcher und ähnlicher leichter Waffen wurden in den vergangenen Monaten an die Ukraine geliefert. Doch das Land erbittet nun dringend schwereres Geschütz. Eine Forderung heute auch an ihn, an EU-Ratspräsident Michel bei seinem Besuch in Kiew. Tag für Tag versuchen wir, unsere Mitgliedstaaten zu überzeugen, ihre bilaterale Hilfe auszuweiten, damit das, was wir liefern, auch das ist, was sie brauchen. Einige Staaten liefern mittlerweile schwere Waffen. Tschechien offenbar zuletzt solche T-72-Panzer aus sowjetischer Produktion, dazu Schützenpanzer. Aus den USA Haubitzen, Drohnen und mehr als ein Dutzend solcher Mi-17-Hubschrauber, ebenfalls sowjetischer Bauart. Und selbst die Unterstützung bei Kampfflugzeugen zu Beginn des Krieges noch als zu riskant ausgeschlossen, ist offensichtlich denkbar. Das Pentagon hatte gestern Abend überraschend gar die Lieferung von Jets bestätigt, korrigierte sich vor einer Stunde, aber es seien demnach nur Ersatzteile gewesen für ukrainische Maschinen. Das Ziel ist, dass die Ukraine ihre Luftstreitkräfte vergrößern kann, ihre Flugzeugflotte. Die Niederlande und Belgien wollen womöglich Geschütze liefern, die bis zu 40 Kilometer weit schießen. Und auch Kanada will der Ukraine helfen. Schwere Artillerie ist das, was die Ukraine in dieser Phase des Krieges braucht. Und Kanada wird sie liefern. Fast 8 Wochen tobt der Krieg in der Ukraine. 8 Wochen Tod und Vernichtung. Und 8 Wochen, die offenbar auch die roten Linien verschieben. Was an Waffenlieferungen in die Ukraine vorstellbar ist und was nicht.
Der Krieg gegen die Ukraine hat heute auch die Gespräche von Außenministerin Baerbock zum Auftakt ihrer dreitägigen Reise durch das Baltikum geprägt. Baerbock sicherte den NATO-Partnern Estland, Lettland und Litauen Beistand gegen eine mögliche Bedrohung durch Moskau zu. Gleichzeitig räumte die Grünen-Politikerin Fehler in der deutschen Energiepolitik gegenüber Russland ein. Baerbocks baltische Amtskollegen verlangten eine stärkere NATO-Präsenz in ihren Ländern. Am Sitz der lettischen Regierung ein klares Statement pro Ukraine. Die deutsche Außenministerin wird hier herzlich begrüßt. Schön, Sie hier in Regen zu sehen. Ja, danke. Auf Deutsch. Annalena Baerbocks Besuch ist eine Art Rückversicherung für Estland, Lettland und Litauen. Und Baerbock versucht, Sicherheit zu geben. Wir werden Frieden, Souveränität und Freiheit verteidigen. Und die NATO wird ihr Bündnisgebiet verteidigen. Und zwar jeden Winkel gemeinsam schützen. Für das Baltikum mit seiner direkten Grenze zu Russland sei das wichtig. Ich glaube, wir sind einer Meinung, dass wir alles tun müssen, damit die Ukraine dieser Aggression standhalten kann. Baerbock trifft in Riga ihre drei baltischen Amtskollegen und sie verspricht, auch die Lieferung gepanzerter Fahrzeuge an die Ukraine sei kein Tabu mehr. Konkreter wird sie aber nicht. Nord Stream 2 nennt Baerbock einen Fehler. Die Abhängigkeit Europas von Russlands Gas und Öl fatal. Deshalb muss das schnell reduziert werden. Ja, auch Deutschland steigt vollständig aus russischen Energieimporten aus. Aus Kohle bis Ende des Sommers. Öl halbieren wir bis zum Sommer und werden bis Jahresende bei null sein. In Riga ist die Sorge spürbar, dass man das nächste Opfer einer russischen Aggression werden könnte. Dass Deutschland sich hier finanziell und militärisch mehr engagieren will, ist deshalb für das Baltikum wichtig. Die deutschen Erzeugerpreise sind im März sprunghaft angestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, betrug das Plus im Vergleich zum Vorjahresmonat durchschnittlich 30,9%. Das wirkt sich in der Regel auch auf die Verbraucherpreise aus, da der Handel zumindest einen Teil der Erhöhung weitergibt. Insbesondere Energieprodukte wie Erdgas seien deutlich teurer geworden, aber auch viele andere Güter wie Nahrungsmittel. Wochenmarkt in Hamburg-Ottensen. Für Koch- und Feinkosthändler Dirk Eggers sind die Kosten deutlich gestiegen. Dann ist alles schon teuer geworden. Verpackung, ja? Käse, Lebensmittel, egal was Sie kaufen, Öl, Butter, alles wird teurer. Und das ist natürlich eine Katastrophe, auch für uns. Weil wir können es ja auch nicht alleine tragen, das Päckchen, wir müssen es ja auch weitergeben. Rindfleisch kostet die Erzeuger aktuell rund ein Drittel mehr als noch vor einem Jahr. Eine beispiellose Preissteigerung, sagt auch sie, seit 27 Jahren Metzgerin. Wir haben natürlich so einige Krisen gehabt, wie mit der Schweinepest oder BSE. Aber so elementar, dass das Rindfleisch so teuer, die Futtermittel teurer, die Benzinpreise so elementar teurer geworden ist, habe ich in der Zeit so noch nicht erlebt. Die Entwicklung der Erzeugerpreise ist deutlich. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat beträgt 30,9%, so hoch wie nie zuvor. Den größten Anteil am Preisanstieg haben die Energiekosten. Denn Diesel, Heizöl und Co. kosten im Durchschnitt 84% mehr als noch vor einem Jahr. Neben dem Krieg in der Ukraine machen Experten außerdem die Pandemie und gestörte Lieferketten verantwortlich. Die Deutschen müssen sich auf eine Phase der Unsicherheit einstellen. Denn im Moment kann wirklich niemand seriös prognostizieren, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, wie sich der Krieg entwickeln wird. Es kann heute zu weiteren Verknappungen auf den Rohstoffmärkten kommen. Die Verbraucher müssen sich darauf einstellen, die Preise steigen wohl weiter. Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat sich vorzeitig von seinem Trainer Frank Kramer getrennt. Der Verein reagiert damit auf eine Serie von Niederlagen. Die Ostwestfalen stehen 4 Spieltage vor Saisonende auf einem direkten Abstiegsplatz. Kramer hatte das Amt erst vor gut einem Jahr angetreten. Sein Nachfolger wird der bisherige Torwarttrainer Kostmann. Die Lottozahlen. 10, 16, 19, 20, 35, 44, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 21. April.
Auch morgen bestimmt noch das Hoch über Skandinavien das Wetter in weiten Teilen Deutschlands. Das Tief über Osteuropa lenkt aber weiterhin Wolken ins Land. Und im Osten ist es heute Nacht oft dicht bewölkt. Hier und da kann es etwas regnen. Ansonsten funkeln meist die Sterne. Morgen breiten sich die Wolken über die Mitte aus. Auch etwas Regen ist gebietsweise möglich. Den meisten Sonnenschein gibt's im Süden sowie Richtung Küsten. Dazu ist es an der See windig. Heute Nacht 7 bis 0 Grad, im südlichen Bergland wieder leichter Frost. Im Osten morgen um 10, im Südwesten dagegen um 20 Grad. Am Freitag im Südwesten und später auch an der Ostsee recht freundlich, sonst deutlich mehr Wolken und gelegentlich etwas Regen. Am Wochenende wird es insgesamt wechselhafter und auch ein wenig kühler. Die Tagesthemen bringen Sie in der Halbzeitpause des DFB-Pokals um 21.35 Uhr auf den neuesten Stand. Und um 23 Uhr fragt Karin Mioska in einer Extra-Ausgabe nach weiteren Konsequenzen der Führungskrise in der Linkspartei. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.